eventuell das Team bei den Weltmeisterschaften in Nachtschied. Und ein fünfter Mann soll auch noch mit, aber Andreas Wank heute etwas weiter zu. Gregor Schlierenzauer dann. Weiterhin gute Aufwindverhältnisse für die Springer. Gutes Anlauftempo auch beim großen Meisterführer Jahre auf Skiflugschanzen. Im Wettkampf diese 140 Meter Marke erreicht, da wo sich hier die Weltklasse wirklich zeigt. Es kann an die 150 Meter heute rangehen, wenn es bei diesem guten Wind bleibt. Gregor Schlierenzauer kommt jetzt mehr als 20 Punkte abgezogen. Sie wissen das ja. Aber die Haltungsnoten auffallen, weiß man aber natürlich noch nicht. Kann ich mir vorstellen. Auf den Knie zu leuchten. Sander Steffner hatte bessere Noten als dieser Wert, deshalb kommt er da ran an Andreas Wellinger. So nah wie kein anderer sonst auf dem etwas zweiter mit 7,8 Punkten Rückstand, auch er schon. Also Wellinger weiter mit der allerbesten Ausgangslage. Für den zweiten Durchgang. Ein paar Kommentare. Vielleicht auch Markus Eisenbichler dabei, der einen wunderbaren Eindruck gestern hinterlassen hat. Zwei gute Sprünge machte. Hier versucht den Ski flach zu halten. Dann ist er wieder ein bisschen zu weit hinten. Dann kommt nicht richtig über den Ski. Nee, hat nicht gut funktioniert. Wollen wir den Schauer das Auto geholt? Einer mit dem Super? 133. Andreas Wellinger, bitte nochmal. Ja genau, Andreas, ich glaube, da kann man mal sagen, Glückwunsch zum Weltmeister. Also es funktioniert oder so alles. Da müssen wir die Sendung drüber reden, weil ich glaube, wenn dann die Fehler jetzt sehr, sehr klein machen. Weil wo will die denn frühstücken? Bei Gerlach da oder was? Vielleicht auch. Wir haben sich bisher Gerlach im Zentrum. Ich weiß nicht, wer das auch hier hat. Das ist so irgendwie. Ja. Yep.